Guten Morgen, Shalom, Shalom, meine lieben Geschwister, meine Schwestern, Brüder, jung oder jünger, Gott mit euch und Gott mit uns, auch in dieser Sendung heute. Wir gehen weiter mit dem Frühstück online. Wir haben zwar unser Frauenfrühstück auch in echt heute, jedes Mal am Mittwoch von 9 bis 11, alle ihr Lieben seid ganz herzlich willkommen, wer es irgendwie einrichten kann oder auch ab und zu vielleicht einrichten kann, seid uns willkommen. Dort gibt es ein ganz anderes Thema. Wir sprechen gerade über die Weisheit. Die Weisheit ruft, die Weisheit baut ein Haus und so weiter. Ja, seid uns willkommen. Es gibt auch besondere Einladungen. Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir. Ich schicke es gerne auch mit der Post. Aber heute sind wir in Johannes 16. Da beginnen wir ab Vers 1. Ich habe das Thema überschrieben: Jesus oder die Wahrsager. Es geht um die Voraussage der Zukunft. Wir haben es letztes Mal schon gehört. Jesus hat vorausgesagt, was alles auf die Jünger zukommt, Verfolgung, und euch werden sie aus der Synagoge herausschmeißen und vielleicht sogar tot. Das hat Jesus vorausgesagt. Und in Johannes 16, Vers 1 lesen wir: Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert. In der Hoffnung für alle heißt es, dass, damit ihr nicht verzweifelt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meint, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie euch deshalb antun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkannt haben. Das haben ich euch gesagt, damit ihr, wenn die Zeit kommt, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Aber ich habe es euch nicht von Anfang an gesagt, denn ich war bei euch. Johannes 16, 1 bis 4. Vater im Himmel, das ist dein lebendiges Wort. Wir danken dir für alles, was aus dem Mund von Jesus gekommen ist. Und wir wissen, dass es aus deinem Herzen gekommen ist, weil Jesus so verbunden war mit dir. Auch wir wollen so verbunden sein mit dir und mit dem Vater, mit dem Sohn und durch den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, damit wir Worte reden, die Leben bringen und die Wahrheit sprechen. Wir danken dir, dass du jetzt zu uns weitersprechen willst. Erkläre uns deine Wahrheiten und lass uns wissen, was du heute für uns willst. Deinen Willen wollen wir wissen. Und lass uns auch erkennen, was der Lügner vorbereitet hat und was läuft. Wir wollen unterscheiden können, die Wahrheit von der Lüge. Und darum brauchen wir dich unbedingt, Heiliger Geist. Du führst in alle Wahrheit. Mach es auch jetzt. Wir beten an, wir loben dich und wir lieben dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ja, wenn wir das Thema hören, Jesus oder die Wahrsager, wenn es um die Zukunft geht, wer kennt sie wirklich? Heute leben wir in einer Zeit, wo es ganz viele Wahrsager gibt, Spiritisten, Kartenleger. Die Statistik sagt uns, dass es heute von dieser Sorte viel, viel mehr gibt als geistliche Pastoren oder Pfarrer. Alle zusammengenommen gibt es nicht so viele, die die frohe Botschaft sagen, als die, die Wahrsagen oder die Geister beschwören oder Karten legen. Und es gibt ja in dieser Küche ganz, ganz viele, viele Sachen. Auch Wunderheilerei und so. Und mit jedem Mal, mit jedem
Akt, was da passiert, werden die Menschen tiefer und tiefer verstrickt in des Satans Gefängnissen, in die Ketten von ihm und in die Stricke. Die werden verstrickt. Und alleine kann kein Mensch da selber rauskommen. Wenn jemand mal bei einem Wahrsager war oder ein Kind zur Wahrsagerin mitgenommen hat, dann ist es 100% sicher, dass dieses Kind Befreiung braucht oder die Mutter genauso Befreiung braucht, weil der Feind meint es ernst. Wenn du ihn um etwas bittest, dann gibt er es auf jeden Fall, aber er holt es mit Prozenten. Das heißt, wenn eine Mutter das Kind besprechen lässt, dann ist es sicher, dass dieses Kind, es ist immer gebunden, es wird ihm das Leben nicht gelingen. Irgendwann im Leben kommt ein Punkt, wo das Kind nicht mehr weiter weiß oder der erwachsene Mensch vielleicht. Und es gibt Befreiung, aber nur durch Jesus. Es gibt Befreiung. Und ich war ganz überrascht, wo ich dieses Thema, die Überschrift gehört habe in meinem Geist, und mir war sofort klar, dass irgendjemand braucht es heute. Und deshalb spreche ich das Thema an. Es geht um die Zukunft. Wer kennt sie? Jesus hat die Voraussage gesagt seinen Jüngern, nicht weil er rosige Aussichten voraussagen wollte. Es geht ja nicht nur um gute Sachen, aber es geht um Verfolgung. Er sagt, wenn sie, die Menschen, die Welt, mich verfolgten, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie aber auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure Worte halten. Da gibt es beides, negativ und auch positiv. Aber jeder Mensch fragt sich einmal oder vielleicht oft, was wird in meinem Leben noch kommen? Junge Menschen wollen wissen, wie es in Sachen Beziehung wird, zum Beispiel Beruf oder Ehe und solche Sachen. Sie wollen wissen, wie wird es bei mir sein? Oder einige wollen einfach wissen, werde ich alt oder so. Sie wollen Gutes über ihre Zukunft hören. Aber oft werden sie überrascht mit bösen Dingen. Ja, sie werden konfrontiert damit. Und oft hat so ein Spiel mit der Wahrsagerei ein trauriges Ende. Jesus aber sagt, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert oder verzweifelt. Sie werden euch aus der Synagoge und so weiter und so fort. Jesus spricht die Voraussage der Zukunft und sagt, ich möchte, dass ihr den Mut nicht verliert. Wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, auch gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, so lesen wir in der Bibel, in Johannesevangelium, in Hebräer 12, dann dürfen wir sicher sein, dass er alles weiß. Er hat die Dinge der Zukunft nicht vorausgesagt, weil er es so richtig findet, sondern weil er weiß, dass es so kommt. Er weiß, was kommt. Weil er weiß es schon von Ewigkeiten her, wie es ausgehen wird, das Ende. Und vor allem, er kennt seinen Feind. Jesus kennt ihn. Er hat schon damals im Himmel mit ihm gekämpft. Und jetzt ist er auf diese Erde gekommen, um ihn endgültig zu besiegen. Wahrsagerei von den Wahrsagern ist immer Lüge, weil die Quelle der
selber der Satan ist. Jesus nennt ihn den Vater aller Lüge. Natürlich weiß er mehr als unwissende Menschen, die sich nicht auskennen und denken, dass jede Voraussage oder ja, was in die Zukunft gesagt wird, sie denken, dass es von Gott kommt. Oft stimmen diese Dinge, die sie voraussagen, weil sie wissen, vor was der Mensch Angst hat oder was er liebt oder manchmal sogar, habe ich von einem Satanisten gehört oder von einem Zeugnis, dass die bösen Engel die Antworten, die der Mensch zu Gott schickt, seine Fragen, die Antworten, wenn ein Mensch nicht rein lebt, wenn er nicht geborgen ist in Gott, dann kommen solche Antworten manchmal in die Hände von den Dämonen. Und die tragen diese Antworten zu den Wahrsagern. Und ja, sie können die Menschen beeinflussen, dass sie zum Wahrsager gehen. Und dann sagt der Wahrsager sowas, was eigentlich von Gott kommt. Das können wir nicht direkt in der Bibel so nachlesen. Das ist, ja, das muss man prüfen, wenn du das glauben willst oder nicht. Aber was ich ganz sicher weiß, dass Gott alles weiß, aber der Feind, er kann nicht unsere Gedanken lesen. Und was wir noch lesen, zum Beispiel im Buch Hiob, dort sagt Hiob, vor allem, was ich mich gefürchtet habe, das ist in mein Leben gekommen. Und wenn wir dran denken, dass er an einem einzigen Tag alles verloren hat, er hat seine Kinder verloren und seinen gesamten Besitz und dann noch die Krankheit, die der Feind ihm aufgelegt hat. Und dann sagt er, ja, haben wir schon gesagt, von allem, was ich mich gefürchtet habe, ist gekommen. Der Teufel weiß und kennt unsere Ängste. Und deshalb ist die Angst und überhaupt die ganze Sachen, was ich gerade gesagt habe, das sind Waffen, die der Teufel nutzt. Er weiß genau, zum Beispiel, was der Abraham damals gesagt hat. Er kennt den Abraham. Er kennt auch deine und meine Vorfahren und er weiß, was vielleicht irgendwann in Verzweiflung ihnen über die Lippen gerutscht ist und sie vielleicht einen Fluch ausgesprochen haben, die Kinder oder die Enkelkinder noch betreffen. Und deshalb, der Teufel, der weiß viel, aber der weiß nicht alles. Alles weiß nur Jesus. Jesus weiß, wie böse der Feind ist. Er spricht über seine Pläne und Ausführungen. Und doch gibt es uns Trost. Er gibt uns Trost. Das, was er spricht, das bringt uns Licht und Hoffnung. Er sagt, ich habe zu euch gesagt, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert oder damit ihr nicht verzweifelt. Und er sagt noch weiter, ihr werdet aus der Synagoge ausgeschlossen. Es kommt sogar die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meint, er tue Gott einen Dienst. Und wenn wir heute in die Welt hinaushören, was unter den Gläubigen passiert, dann sehen wir genau diese Dinge. Und das werden sie euch deshalb antun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkannt haben. Oft sagen Menschen, ich glaube an Gott. Und sie gehen ab und zu in die Kirche oder ja, sind aufgeschrieben, so oder so, katholisch, evangelisch oder freikirchlich, egal wie. Und dann verraten eine Christin die anderen. Das ist traurig, das ist sehr traurig. Aber ich möchte sagen, dass es gibt ein Zurück, es gibt noch Möglichkeit, wie man da Vergebung findet. Wenn Judas, der Jesus damals verkauft hat, zurückgekommen wäre und hätte gesagt, Jesus, vergib mir, dann hätte Jesus ganz bestimmt vergeben.
Aber Judas hat es nicht gemacht. Und heute, wenn wir in der Passionswoche, in der Karwoche sind, lasst uns dran denken an die Worte, die Jesus gesagt hat vor seinem Abscheiden. Und lasst uns sie ernst nehmen. Lasst uns treu sein, dort, wo wir treu sein können. Natürlich sind wir oft schwach, das kann sein, aber wenn wir es ernst meinen und immer wieder Jesus darum bitten, dann sagt er so wie in Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin in den Schwachen stark und mächtig. Deshalb, meine lieben Geschwister, lasst uns mit viel Mut und Hoffnung in dieses Wochenende gehen, Passa feiern mit viel Freude. Wir denken in dieser Woche an das Kreuz. Wir heben es hoch über die ganzen Dinge, die heute passieren in dieser schlimmen Welt. Schlimmer als je zuvor wahrscheinlich. Also ja, es gab schon oft viele schlimme Sachen. Aber dass auf einmal in der ganzen Welt viel passiert, ja, weiß nicht, ob das schon so mal so war. Aber durchs Internet wissen wir heute auch überall, was läuft. Aber wir wissen und viele, viele Menschen, die den Heiligen Geist haben, die sagen, wir leben in der letzten Zeit. Johannes, er macht uns Mut auch in seinem Brief und sagt, es, Kindlein, es ist die letzte Zeit. Es ist wirklich die letzte Zeit. Lasst uns wachen. Lasst uns festbleiben. Lasst uns hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Das lesen wir in der Offenbarung. Lasst uns hinhören. Was will er uns heute sagen? Was ist dran? Und heute Morgen war es mir ganz besonders das Kreuz. Lasst uns am Kreuz ausharren. Wir brauchen das Kreuz jeden Tag. Für uns oder für jemand anders. Wenn wir Fürbitter sind, dann brauchen wir unbedingt das Kreuz. Jesus hat uns diese Dinge, diese schlimmen Dinge vorausgesagt. Und er hat gesagt, wenn sie passieren, damit ihr euch nicht ärgert. Deshalb sage ich es euch. Und deshalb lasst uns aufstehen, lasst uns wach werden in dieser heutigen Zeit. Lasst uns aufstehen. Wir haben in dieser Woche jeden Tag Gebet um 7:30. Wenn du es möglich machen kannst, komm heute Abend. Es ist morgen am Donnerstag noch ein Gebetsabend. Und dann gibt es am Freitag Gottesdienste im ganzen Land. Besuch einen Gottesdienst. Auch zu uns seid ihr ganz, ganz herzlich willkommen um 10 Uhr Gottesdienst. Wir wollen an das Kreuz denken und an das Opfer am Kreuz, Jesus Christus. Und dann lasst uns mutig in das Wochenende gehen. Jesus ist auferstanden. Kein Tod konnte ihn halten und keine Krankheit oder noch was konnte ihn im Grab behalten. Er ist auferstanden und alle Krankheiten waren weg. Und wir glauben, dass auch unsere Krankheiten, alles, was, wo es Schuld, wo es Sünde, wo es Krankheit gibt, wo es schlimme Nachrichten gibt, wo es Krieg und Streit gibt, da erheben wir das Kreuz und sagen, unser Siegeszeichen, Jesus ist größer. Ja, lasst uns beten, gemeinsam. Wir gehen zum Kreuz und wir gehen zum Thron. Zuerst zum Kreuz. Danke, Vater im Himmel, dass du Jesus, deinen Sohn, heruntergeschickt hast zu uns, damit wir befreit werden von allen schlimmen Dingen. Und danke, Jesus, dass du für alles bezahlt hast, für meine Schuld und Sünde, für alle Krankheiten, die an mir sich auslassen wollen. Sie haben keine Chance. Danke, dass du auch das Älterwerden siehst und merkst. Und jeder Tag wird erneuert und wir werden wiederhergestellt, damit wir jeden Tag siegreich sind.
siegreich leben können. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch auferstanden bist. Als sie dich ins Grab hinuntergelegt haben, bist du runter und hast, wie wir lesen, hast die Gefangene herausgeholt. Alle, die bis zu diesem Punkt im Totenreich gefangen waren, die hast du herausgeführt und jetzt wissen wir, dass sie im Himmel sind. Du hast sie hinaufgeführt. Und wir freuen uns, dass wir einmal den Abraham sehen werden. Wir freuen uns, dass wir den Mose und auch die Apostel, den Paulus mal sehen werden. Und wir dürfen sie befragen, was, wie war das oder das gemeint. Wir dürfen ihnen alle unsere Fragen stellen. Danke, Herr Jesus, dass du deine Auferstehungskraft auch uns verliehen hast, durch den Heiligen Geist, der gleiche Heilige Geist, der dich herausgeholt hat, der ist auch in uns. Und wir wollen mutig in diese Tage gehen und daran denken. Wir wollen dich erheben und dir danken, dich preisen und wir wollen feiern. Wir wollen den Sieg am Kreuz feiern. Und wir wollen die Auferstehung feiern. Danke, Jesus, dass du diese Worte, die du gesagt hast, dass sie wirklich in Erfüllung gehen. Aber wir haben Mut. Wir gehen durch diese schlimmen Zeiten. Und du hast gesagt, kein Feuer wird uns versengen und auch kein Wasser uns zum Ersäufen bringen, weil du bei uns bist bis an das Ende der Welt. Und du wirst uns helfen und du wirst uns durchhalten, bis du wiederkommst, bis wir mit dir gehen dürfen in den Himmel für immer. Danke, Herr Jesus, dass du dann die Tränen abwischst und dass du uns tröstest. Für immer sind wir dann bei dir. Aber heute sind wir noch hier. Danke, dass du auch heute uns Trost schenkst, dass du uns die Tränen wischst. Und dass du mit uns gehst, dass du uns jeden Schritt voraussagst. Manchmal sind es auch 2, 3 Schritte, dass wir wissen, was wir zu tun haben. Aber du gibst zumindest so viel, was wir auf heute brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, und lass uns treu sein in allem Kleinen, was wir tun. Dir sei alle Ehre, Preis und Anbetung. Amen. Amen. Seid gesegnet, meine liebe Geschwister. Friede mit euch. Ich wünsche euch wunderbare Auferstehungstage. Der Herr mit euch.